Ja, hier ist Christian Hemschemeier, Paartherapeut, Psychotherapeut und diesmal Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Ja, wenn du meine Kurse suchst rund um Beziehung, Bindungsangst, toxische Beziehungen, findest du auf liebische.de. Heute geht es um das schöne Thema 10 Zeichen, woran ich merke, dass mein Date, den ich vielleicht ein paar Wochen date, oder meine beginnende Beziehung, egal ob jetzt Mann oder Frau, nicht so richtig in mich verliebt ist und das vielleicht nicht so läuft, wie es sollte. Weil ich sage ja immer, datet Leute, die so richtig Bock auf euch haben. Ne? Also, Zeichen 1, Date ausmachen ist wie Zähne ziehen. Also das ist so, du hast ein tolles Date oder zwei Dates, ihr habt vielleicht Sex und jetzt willst du das nächste Date ausmachen und es gibt tausend Probleme, es wird nicht zurückgerufen, es findet sich kein Termin, es wird ein Vielleicht-Date ausgemacht. Würde alles jemand nicht machen, der richtig verknallt in dich ist. Zeichen 2. Kontaktaufnahmen gestalten sich schwierig. Das heißt, du schreibst und ja, die berühmten Sachen mit den grauen und blauen Haken auf Facebook, es gibt keine, es wird nicht gelesen, wird erst nach 2 Tagen geantwortet und was auch immer du meinst jetzt, ob das heutzutage normal ist, jemand, der dich richtig gut findet, wird es nicht machen. Du wirst verheimlicht. Ja, klar, dauert das ein bisschen, aber wenn eine Beziehung, weiß ich nicht, so Richtung 2 Monate geht und du hast noch nie was vom Kumpel gesehen, gehört, von Familie, beziehungsweise ist auch nichts geplant, es wird auch eher vermieden, bist du vielleicht nicht so wichtig, wie du sein möchtest. Du bekommst keinen klaren Status. Ja klar, heutzutage haben wir so ein bisschen diese amerikanischen Dating-Regeln, das heißt, solange es nicht besprochen wurde, sollte man erstmal von gar nichts ausgehen. Aber klar, heutzutage gibt es dieses Freundschaft Plus, aber das nicht, weil die Leute so mega spirituell wären, sondern weil sie sich einfach nicht mehr festlegen wollen. Und das hängt natürlich auch ein bisschen daran, dass jemand nicht richtig mit seinen Emotionen dabei ist. Weil, also eins ist mal klar, je mehr du verknallt bist, je mehr willst du Exklusivität haben. Also wie gesagt, es sei denn, du bist so ein spirituelles Beziehungsmonster irgendwie, aber da würde ich mal nicht von ausgehen. Das Vorantreiben der Beziehung ist einseitig. Ja. Sagt ja schon der Punkt, jetzt Nummer 5, es geht nicht voran, es gibt keine nächsten Steps, es wird nicht mehr der Kontakt, sondern wird eher weniger. Deswegen ist auch mal eine gute Idee, nicht mit zu viel Kontakt anzufangen, dass ich das auch ein bisschen steigern kann. Aber wenn es dann eher weniger wird, hat die Beziehung keine Progression. Das ist ja eins der 4 Zeichen einer gesunden Beziehung, eins ist ja Progression. Du wirst kritisiert, ja, also ich finde in den ersten Wochen ist überhaupt kein Platz für irgendeine Kritik, da findest du den anderen einfach super geil, so soll es sein. Und wenn da jemand kommt und sagt, irgendwie dein Kleid gefällt mir nicht, deine Frisur gefällt mir nicht, ja, dann ist jemand entweder schon im Minus oder sucht Gründe, warum er dich nicht treffen soll, muss, ob das jetzt Bindungsangst ist, mangelnde Gefühle, spielt keine Rolle, sollte nicht so sein. Siebtens, die Beziehungserfahrung ist nicht vollständig. Das heißt, es gibt nur Sex und kein Gekuschel, Beziehungsleben, Essen gehen. Oder es gibt nur Essen gehen und so freundschaftliche Sachen, aber kein Sex. Achtens, Beziehung baut sich eher auf als ab, hatte ich eben schon mal kurz angedeutet. Also es wird eigentlich eher alles weniger, die Abstände werden länger, es wird immer weniger gesagt, dass man dich gut findet, liebt, whatever, immer weniger treffen, heißt es geht Richtung Krümelbeziehung. Das kann ich auch nochmal verlinken, das Video, die Krümelbeziehung. Dann 9. Dein Bauchgefühl meldet sich, also hört auf euer fucking Bauchgefühl, kann ich nochmal wieder sagen. Es trügt euch nie, also man verwechselt das Bauchgefühl häufig mit innerem Kind und Ego, weil die so sehr laut sind. Das Bauchgefühl ist eher leise und eher so ein bisschen neutral, aber wenn man das mal einmal trainiert hat, man will es oft nicht wahrhaben, weil man so denkt, ich bin ja so verliebt. Aber eigentlich, wenn ihr so ein Bauchgefühl habt, dass irgendwas nicht stimmt, stimmt es eigentlich auch irgendwas nicht. Ja, und 10. last but not least, Worte und Taten passen nicht zusammen. Das heißt, wenn jemand euch lovebombt und sagt, du bist die Tollste, du bist die Geilste, und aber zum Beispiel sich nicht meldet, keine Dates macht, euch nicht vorstellt, ist es ein Scheißwert, ist gar nichts wert. Also, auch das ist ein Zeichen von einer gesunden Dating-Entwicklung, dass es konsistent ist. Das heißt, man muss nicht ständig rätseln, darüber nachdenken, die Freundin stundenlang fragen, was denn hier los ist. Das
passt einfach nicht zusammen. Und auch das ist ein Zeichen, weil jemand, der wiederum richtig verknallt ist, der wird da gar keinen mentalen Raum für haben, irgendwie Worte und Taten unterschiedlich ablaufen zu lassen. Ja, ich hoffe, es hat euch weitergeholfen. Abonniert meinen Kanal, gebt das gern weiter und wir sehen uns bald wieder.